Hallo und herzlich willkommen, liebe Webinar-Teilnehmer. Unser Thema heute heißt SEPA. Das ist der neue Zahlungsverkehr, der demnächst auf uns zukommt. Wir werden uns die Grundlagen per Folie ansehen und werden dann in die Office-Line einsteigen, um zu sehen, wie Sage die Umstellung gelöst hat. Insgesamt werden wir ca. 30 Minuten brauchen. Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung und gehe auch gerne darauf ein. Da das mit dem Ton ein bisschen schwierig ist, gerne auch per Chat. Sie haben alle links unten dieses Chatfenster. Stellen Sie bitte Ihre Fragen, ich werde die dann auch beantworten. Okay, steigen wir ein. SEPA und was bedeutet das für uns? Zunächst mal muss man sagen, gibt es ein paar begriffliche Umstellungen. Es gibt nicht mehr die Bankkontonummer wie bisher, die vielleicht manche schon ganz gut im Kopf haben. Es gibt dann die IBAN-Nummer. Und das ist ein fürchterliches Monstrum, weil sie 34 Zeichen lang ist, Buchstaben und Zeichen hat und eine Prüfziffer hat. Das heißt, man kann sie leicht testen, ob sie richtig ist, aber dafür kann man sie wahrscheinlich schlecht merken. Die Bankleitzahl wird ersetzt durch die BIC. Die ist sogar kürzer geworden, kann man sich vielleicht besser merken. Im Hintergrund für die beiden Sachen ist, dass jetzt die Nummern europaweit für alle Banken eindeutig sind. Wann kommt SEPA? Das bisherige Verfahren der nationalen Banken wird eben ersetzt durch die SEPA-Verfahren. Das geht schon heute. Die Banken sind soweit und man kann SEPA-Verfahren nutzen. Spätestens am 1. Februar 2014 müssen sie umsteigen, weil dann das nationale Verfahren außer Kraft gesetzt wird. Wir wollen uns jetzt ansehen, was ändert sich dadurch und was müssen sie tun. Wir haben das mal in 8 Schritte aufgeteilt, wobei Sie gleich sehen werden, wer Bankeinzug macht oder eine Abbuchung hat, der muss sehr viel mehr tun. Wer Überweisungen nutzt, für den ist die Sache doch relativ einfach. Schritt 1 wäre, beantragen Sie eine Gläubiger-Identifikationsnummer. Das ist sowas wie eine ID, wie eine eindeutige Nummer im europäischen Bankenverkehr. Man könnte fragen, warum brauchen wir wieder eine? Es gibt auch schon so viele. Aber die Banken haben dann ihre eigenen Nummern. Ist halt so. Die können Sie auch nur online beantragen bei der Bundesbank. Ich habe Ihnen hier den Link eingeblendet. Wenn Sie den benutzen, werden Sie in so einem kleinen Dialog geführt und kriegen dann online eine oder per Mail diese Gläubiger-ID. Die tragen wir dann in Sage ein, das gucken wir uns aber nachher an, in den Grundlagen Zahlungsverkehr. Das ist Grundlage dafür, dass Sie Lastschriften oder Abbuchen machen können. Für die Überweisung ist es nicht unbedingt erforderlich. Weiter SEPA Inkassovereinbarung, also wenn Sie Lastschriftverfahren nutzen, wenn Sie Abbuchungen nutzen, dann müssen Sie eine Inkassovereinbarung haben. Und die SEPA-Lastschriftbasis, das sind sie, ersetzt das Einzugsverfahren und das SEPA-Firmenlastschrift ersetzt das Abbuchungsverfahren. Das sind so ein bisschen unterschiedliche Begrifflichkeiten. Passiert tut aber eigentlich genau das gleiche wie jetzt auch. Dafür brauchen Sie die Gläubiger-ID und dafür brauchen Sie auch eine Vereinbarung mit Ihrem Kunden oder Lieferanten, dass Sie abbuchen dürfen. Sie müssen das entweder neu einholen, so ist die rechtliche Lage, und sich bestätigen lassen. Und dann auch mitteilen, wie Ihre Gläubiger-ID ist und Ihre BIC- und IBAN-Nummer. Sie können aber auch Ihrem Kunden das nur mitteilen und wenn der nicht widerspricht, dann dürfen Sie auch, der Einspruchsfrist von 14 Tagen muss man einhalten. Also wenigstens entweder informieren und gucken, ob kein Widerspruch kommt oder besser noch bestätigen lassen, dass Sie dürfen. IBAN und BIC haben wir hinterlegt. Die Nummern müssen Sie in Sage für den Zahlungsverkehr hinterlegen. Das können Sie tun, indem Sie manuell die Werte eintragen. Es gibt aber dafür einen Assistenten, den sogenannten IBAN-Umstellungsassistenten. Das gucken wir uns gleich an. Den muss man einmal einbinden und dann kann man ihn laufen lassen. Der macht Vorschläge für die Umstellung und trägt die dann auch gleich ein.
Wobei wir auch sehen, es gibt nicht alle, nicht alles lässt sich automatisch umsetzen, manches muss man auch kontrollieren. SEPA nutzt ein anderes Dateiformat als der bisherige Zahlungsverkehr mit DT aus. Das heißt, Sie können nicht beide in einer Datei verarbeiten, sondern wenn Sie SEPA benutzen, ist das eine separate Datei. Sage erzeugt diese Datei, also da ist alles in Ordnung. Aber man muss halt wissen, man kann die beiden Verfahren nicht mischen in einem Verfahren. Also man macht erstmal das eine und dann das andere. In der Übergangsphase haben Sie vielleicht zwei Dateien. Später ist es dann eben nur noch die SEPA-Datei. Ja. Zahlungsverpflichtungen haben wir gesagt. Ne? Sie müssen Ihren beim einmal einreichen, Ihren Zahlungspflichtigen informieren. Im Grunde genommen immer 14 Tage vor der Lastschrifteinreichung, wenn Sie keine bindende Vereinbarung haben. Aber es reicht aus, wenn auf der Rechnung steht, wir buchen dann und dann ab. Dann kann auch die Frist kürzer sein. Also wenn Sie sagen, wir buchen ihn von 3 Tagen ab, das steht auf der Rechnung, er hat die Rechnung erhalten, dann können Sie das auch tun. Vergessen Sie nicht, Ihre Geschäftsbriefe umzustellen. Also da sollte jetzt dann schon möglichst bald die SEPA, die IBAN und die BIC-Nummer draufstehen. Die Bankleitzahl und die Kontonummer, die können Sie dann demnächst rausschmeißen. Lastschrift, sollten Sie Mandate einholen, das heißt jetzt eben Mandat. Das heißt, wie gesagt, fragen Sie Ihren Kunden, lassen Sie sich bestätigen, dass Sie abbuchen dürfen. Und egal wie, wenn Sie SEPA nutzen, müssen Sie informieren. Schicken Sie Ihrem Kunden ein Mail oder einen Brief, sagen Sie dazu, wir buchen jetzt über das SEPA-Verfahren ab. Das ist im Übrigen auch eine Empfehlung, die ich eigentlich allen gerne mitgeben würde. Machen Sie das möglichst bald, schreiben Sie Ihr Kunden ein, teilen Sie ab, mit, welche SEPA- und BIC-Verbindungen Sie haben oder benutzen wollen. Dann überprüfen Sie auch gleich, ob die Bankverbindung noch stimmt und ob die Werte, die Sie eingetragen haben, alle in Ordnung sind. Okay, dann gucken wir uns das jetzt mal live in der Sage an. Wie ist es da umgesetzt? Wir benutzen die aktuelle Version 2013. Und alles, was da drin ist, das sehen wir jetzt. Bis zum Live-Start gibt es dann vielleicht auch noch ein paar Änderungen. Was ich Ihnen zeige, ist einmal, wie finde ich den Assistenten, wie binde ich ihn ein. Dann gucken wir uns so einen Assistenten an mit einem Testlauf, mit dem Protokoll, was dabei rauskommt. Ich zeige Ihnen, wo Sie die Bankverbindung finden und wo Sie eine Gläubiger-ID eintragen können. Ich wechsle jetzt mal in das Office Line Rechnungswesen. So, sehen wir uns nun mal an, wie das Ganze in der Office Line aussieht. Ich habe hier schon mal den Demo-Mandanten geöffnet und schauen wir uns das an. Das erste, was wir machen müssen, ist hier oben Grundlagen. Sie sehen hier Grundlagen, das sehen Sie auf, haben Sie auf Ihrem Bild auch. Grundlagen und dann gibt es da die Zusatzmodule. Die geöffnet sehen Sie, hier sind so alle Zusatzmodule, die es gibt, die so eingebunden sind. Da ist Standard der IBAN-Umstellungsassistent bei Ihnen nicht dabei, sofern Sie nicht schon vorinstalliert haben. Um den zu installieren, gehen Sie auf Installieren. Hier haben Sie alle Add-ins, die es gibt. Wählen den OL-REWE ABF IBAN-Umstellungsassistenten an. Hier an der Stelle markieren, ihn mit Öffnen. Und ich breche das jetzt mal an. Und gehen auf Installieren. Das dauert 2-3 Sekunden, dann sehen Sie ihn hier drin und Sie haben den Assistenten installiert. Sie müssen dann nach dem Schließen aber die Anwendung neu starten. Das ist aber immer so, wenn Sie Zusatzmodule installieren. Okay, dann damit haben wir den Assistenten installiert und jetzt steht er Ihnen im Regiezentrum oder Administration. Ganz unten als letzter Punkt wählen Sie den IBAN-Umstellungsassistenten. Wenn Sie das erste Mal aufrufen oder generell, wenn Sie ihn aufrufen, kommt so eine Warnmeldung, die besagt, dass die so ermittelten IBAN- und BIC-Nummern hier ein Vorschlag ist, dass Sie bitte selbst nochmal prüfen, weil weder Sage noch eine andere Dienstleistung Gewähr übernimmt. Die vermitteln ja letztlich nur die Nummern, die von den Banken übermittelt wurden und die letzte Konsequenz, die letzte Verantwortung liegt bei den Banken. Also Vorschläge sind in der Regel ganz gut. Aber bitte prüfen.
Sie können dann auswählen, was Sie konvertieren wollen, Kreditoren, Debitoren. Sie können aussuchen von bis. Wenn Sie nichts aussuchen, nimmt er alles. Das wäre auch mein Vorschlag am Anfang. Lassen Sie einmal den Assistenten laufen, lassen Sie einmal über die Kunden und Lieferanten laufen, die wir umsetzen wollen. Sie bekommen zunächst ein Protokoll. Das können wir uns auch mal, das sollten Sie sich auch ausdrucken, ist dann entweder als PDF, wenn Sie weiter bearbeiten wollen, oder auch als Papier. Das ist eine ganz gute Grundlage, um mal zu sehen, was macht der Assistent hier eigentlich. Und Sie sehen zu jedem einzelnen Lieferanten oder Kunden, sehen Sie die alte, die bestehende Bankverbindung, und Sie sehen, wo eine Umsetzung möglich war. Da steht dann hier die IBAN-Nummer drin, da steht hier die BIC-Nummer drin. Sie sehen auch, dass es Kunden oder Lieferanten gibt, da steht zwar eine IBAN-Nummer drin oder keine BIC, da ist die BIC-Nummer von der Bank nicht gemeldet oder sie ist nicht bekannt. Da müssen Sie also nacharbeiten, da geht es nicht ganz automatisch. Das Protokoll können Sie sich gut ausdrucken und können damit arbeiten, um mal zunächst Ihre Daten zu vervollständigen. Und Sie können das an der Stelle auch jederzeit abbrechen und später wieder aufrufen. Wenn Sie dann soweit das umstellen wollen, soweit sind, dass Sie das machen wollen, dann müssten Sie hier auf Übernehmen klicken, ja, und dann auf Fertigstellen. Und jetzt, Sie sehen auch, das geht nur da, wo tatsächlich eine vollständige Werte drin sind. Wenn ich irgendwo drauf klicke, wo es nicht geht, dann macht er das auch gar nicht. Die wir haben, die können wir dann fertigstellen, dann übernimmt er diese IBAN-Nummer und das war es eigentlich auch schon. Dann steht uns das zur Verfügung. Genau. Wenn Sie in die Adressen reingehen, sehen Sie hier, haben wir mal geöffnet schon, da gibt es über Optionen die Bankverbindung und hier sehen Sie die bisherige Bankverbindung hier auch und hier sind die umgesetzte IBAN- und BIC-Verbindung. Die trägt also hier automatisch ein. Und sobald Sie das haben, können Sie es zumindest für den Überweisungsverkehr auch sofort nutzen. Sie sehen hier das, diesen kleinen Punkt Mandate. Der steht Ihnen erst dann zur Verfügung, wenn Sie die Gläubiger-ID eingetragen haben. Okay. Und das ist auch der Mandate einzutragen. Das können Sie auch in der Adresse machen. Da gibt es neben den Bankverbindungen die SEPA-Mandate. Dann öffnet er Ihnen hier so einen kleinen Assistenten. Und da können Sie SEPA-Mandate hinzufügen. Aber auch das geht erst, wenn Sie die Gläubiger-Identifikation eingetragen haben. Die müssen Sie beantragen, das haben wir vorher ja schon. Und sobald Sie die haben, gehen Sie in Grundlagen, Zahlungsverkehr. Und hier finden Sie das Feld Gläubiger-ID und hier bitte einfach die übermittelte Gläubiger-ID eintragen und alles wird gut. Prima. Das war es eigentlich schon aus der Office Line. Wir haben gesehen, wie binde ich den Assistenten ein, wie führe ich ihn aus. Wir haben gesehen, wo die IBAN- und BIC-Nummer wichtig ist, wo Sie sie in den Stammdaten eintragen können. Und wir haben gesehen, dass Sie die Gläubiger-ID eintragen müssen, wenn Sie Lastschriften machen und wo Sie dann Lastschriften eintragen. Okay, herzlichen Dank an der Stelle und jetzt geht's weiter mit den Folien. Und fasse das mal ganz kurz zusammen. Also für die SEPA-Umstellung, was müssen Sie tun? Wenn Sie nur Überweisungen machen, reicht es, den Assistenten zu installieren. Drucken Sie das Protokoll, stellen Sie auf IBAN und BIC um. Das wird auch die meiste Arbeit sein, weil Sie eben gucken müssen, stimmen die Nummern und haben Sie alle Nummern. Dabei sollten Sie auch gleich die Bankverbindungen Ihrer Lieferanten oder Kunden prüfen. Und ergänzen Sie Ihr Geschäftspapier, dass Sie Ihre Informationen auch ausgeben und die anderen Bescheid wissen, wie ist denn Ihre IBAN, Ihre BIC-Nummer. Wenn Sie Lastschriften und Abbuchungen nutzen wollen, müssen Sie ein bisschen mehr tun. Beantragen Sie möglichst bald die Gläubiger-ID, dann sind Sie da schon mal gut vorgerüstet. Informieren Sie Ihre Kunden über den Lastschrifteinzug und fordern Sie Lastschriftmandate neu an, wenn Sie nicht so ganz sicher sind, ob das der Form genügt, die Sie haben. Okay. Planen Sie Ihre Umstellung rechtzeitig, das kann man nicht oft genug sagen. Wenn Sie das im Jahresendgeschäft machen oder im Jahresanfangsgeschäft, wo es auch ein bisschen Trubel ist, dann ist das vielleicht nicht so dolle. Also planen Sie rechtzeitig, Sie können jederzeit umstellen. Versuchen Sie vielleicht, den Großteil zu einem bestimmten Zeitpunkt umzustellen, dann vermeiden Sie, dass Sie zwei Zahlungsdateien erzeugen müssen. Und informieren Sie Ihre Kundenlieferanten.
und dann wird das alles gut. An dem Zahlungsverkehr im Sage-Programm ändert sich nichts, das ist die gute Meldung. Also Sie können so weitermachen wie bisher, wenn Sie alles gerichtet haben. Wunderbar. Dann an der Stelle erstmal herzlichen Dank, auch für die Geduld am Anfang. Das, was wir jetzt gemacht haben als Webinar, zeichnen wir auf oder haben wir aufgezeichnet. Ich stelle Ihnen das in unserem Blog zur Verfügung. Dort finden Sie auch ein kleines Merkblatt, das wir gleich einstellen. Da haben Sie auch die wichtigsten Adressen nochmal drauf, so dass Sie nicht unbedingt mitschreiben mussten und wahrscheinlich haben Sie es sowieso nicht getan. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf unseren Blog hinweisen. Der Blog ist wirklich dazu gedacht, Informationen, die wir sammeln, die wir aus unseren Erfahrungen haben, im Support darzustellen. Da finden Sie ganz viele interessante Themen und wir werden den sehr stark auch füllen mit Videos, die wir jetzt über unsere Webinare machen. Prima, an der Stelle nochmal herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.